Moin! Im heutigen Study History Video beschäftigen wir uns mit den Staatsstrukturprinzipien der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz. Viel Spaß! Wie der Name schon sagt, legen die Staatsstrukturprinzipien den grundlegenden Aufbau des Staates fest. Die fünf zentralsten Staatsstrukturprinzipien finden sich alle in einem Artikel des Grundgesetzes, nämlich in Artikel 20. Dort heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an das Gesetz und Recht gebunden. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das erste Staatsstrukturprinzip ist die Demokratie. Das findet sich direkt im ersten Satz, wenn es heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Zentrale Elemente dieses Prinzips sind die daraufhin ausgeführte Herrschaft des Volkes, also dass sich alle staatliche Gewalt im Volk legitimiert. So findet sich in diesem Abschnitt auch das Widerstandsrecht, was eine zur Selbstverteidigung befähigte Demokratie festschreibt. Auch in anderen Grundgesetzartikeln findet sich dieses Prinzip, etwa in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, wodurch freiheitliche Bürgerrechte und Menschenrechte anerkannt werden, oder in Artikel 38, wo es nochmal genauer heißt, dass die politischen Repräsentanten in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden. Außerdem findet sich hier das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. So wird die Gewaltenteilung in exekutive, legislative und judikative Gewalt in Artikel 20 niedergelegt. Außerdem ist die Staatsgewalt an Verfassung und Gesetz gebunden und kann nicht willkürlich entscheiden. So heißt es etwa in Artikel 93 des Grundgesetzes, dass das judikative Bundesverfassungsgericht die Entscheidungen von der Legislative und der Exekutive nachprüfen kann. Außerdem werden in den Grundgesetzartikeln 1 bis 19 die persönlichen Grundrechte festgelegt. Auch das Föderalismusprinzip findet sich in Artikel 20, wenn nämlich von einem demokratischen und sozialen Bundesstaat gesprochen wird. Die Bundesrepublik ist also ein Staat, der sich aus Gliedstaaten, nämlich den Bundesländern, zusammensetzt, die über eigene Zuständigkeiten und Rechte verfügen. Das nächste Staatsstrukturprinzip ist die Republik. Damit wird nur gemeint, dass das Staatsoberhaupt für eine begrenzte Zeitspanne gewählt wird. In Deutschland ist das der Bundespräsident. Übrig bleibt noch das Sozialstaatsprinzip. Auch hier lohnt sich der Blick in Artikel 20 Absatz 1, wo es heißt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist. Das bedeutet, dass sich die Politik dazu verpflichtet, Sozialpolitik zu betreiben. Wie genau diese aussehen soll, wird dann im Grundgesetz nicht exakt ausgeführt, jedoch finden sich bei den Grundrechten einige verfassungsrechtliche Grundpfeiler, wie etwa der Schutz der Menschenwürde oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Schaut man noch in Artikel 24 des Grundgesetzes, dann heißt es da, der Bund kann durch Gesetze Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Aus diesem Artikel und seinen folgenden Absätzen ergibt sich das Prinzip der offenen Staatlichkeit, was als sechstes Staatsstrukturprinzip angesehen werden kann. Es ermöglicht die Abgabe von staatlichen Souveränitätsbefugnissen an internationale oder supranationale Organisationen, wie beispielsweise die Europäische Union. So, hier findet ihr die Staatsstrukturprinzipien nochmal im Überblick, also die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, das föderale Prinzip, die Republik, das Sozialstaatsprinzip und auch das Prinzip der offenen Staatlichkeit. Checkt jetzt noch das hier links eingeblendete Video zum Sozialstaat oder die hier rechts eingeblendete Playlist ab. Lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!